Es gibt gerade bei den Politikern Menschen, die sagen, wer große Ziele, wer große Visionen hat, nun, der soll besser zum Arzt gehen. Andere wiederum sagen, Kindchen, setz dir nicht zu große Ziele, damit du nicht gestresst, frustriert bist. Nun, wir sagen von der X-Group, es gibt keine zu großen Ziele, sondern nur etwas anderes und das werde ich dir heute zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und zu uns kommen in der Regel nur Menschen, die Ziele haben und manche auch sehr große und häufig ist es so, dass sie aus dem Umfeld eher Einflüstungen bekommen, Limitationen, Begrenzungen bekommen, wo ihnen unterstellt wird, dass die Ziele zu groß seien, das Projekt zu gefährlich und so weiter. Du kennst es vielleicht, wovon ich rede. Nun, und wenn du tatsächlich hier unten am Fuße eines Berges stehst, den du besteigen willst, und diese Steilwand ist zu steil, weil du bisher noch nicht die Erfahrung und die Praxis, die fachliche Kompetenz hast als Bergsteiger, dann kann es sehr gefährlich und ungemütlich werden, wenn du hier hochkraxelst. Und von dieser Gefahr, von dieser Gefährlichkeit, von dieser Anstrengung her, daraus resultieren die meisten Menschen, dass große Ziele vielleicht eine Gefahr sein können, zu anstrengend sind. Und in Teilen stimme ich dir dabei zu. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, also das motiviert mich nur, diese Anstrengung. Aber in der Regel ist es so, dass gerade in der Unternehmensgründung die wenigsten Menschen auf eine Vergangenheit zurückgucken können, wo sie sagen, ah, das habe ich schon 50 Mal gemacht, das packe ich locker. Aber ist es jetzt wirklich das große Ziel, was die Gefahr darstellt, was den Fehler darstellt, was man besser machen sollte, sich kleinere Ziele zu setzen, lieber herunterunken und sagen, also lieber setze ich mir so ein Ziel, ein kleines Leinchen und dann wird schon nicht schief gehen, ich werde nicht versagen, es wird nicht so anstrengend sein. Nun, es wird hier aber eine Dimension völlig vergessen und das ist die Zeit. Denn wenn du dieses Ziel einfach vom Zeitfokus ein wenig nach hinten packst, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre und du setzt dir ein Ziel, das dann auch später terminiert wird, nun, dann wirst du sehen, dass die Steigung leichter wird. Dass es leichter zu sein scheint, vielleicht sogar schon eine Art Spaziergang ist, dann dieses große Ziel zu erreichen, aber nur später. Wie du also siehst, gibt es keine zu großen Ziele, sondern es gibt nur zu kurze Fristen. Und ich lade dich ein, deine Träume eher zu vergrößern, aber zumindest bei der Größe dabei zu bleiben, aber dir Gedanken zu machen, wie viel Zeit brauchst du wirklich, wie viel Zeit solltest du dir geben? Hast du nach einem Jahr dein Unternehmen schon erfolgreich aufgebaut oder sind es doch nur 3, 5 oder 7 Jahre, bis alles so läuft? Du kennst es aus dem Sport, du kennst es aus der Musik, wenn du Instrumente lernst, das wird über 4 Wochen kaum einen Unterschied machen, wenn du heute Morgen hart trainierst, sondern es ist, wie beim Marathon, eine lange Phase. Und diese Dimension, die möchte ich dir heute mitgeben, dass du dich mit Menschen zusammensetzt und sagst, was ist wahrscheinlich, was ist realistisch, was ist machbar, ohne dass deine anderen Lebensbereiche alle eingehen, wie die Primeln in der Sonne. Hier ist also wichtig, dass du dir Zeit gibst, dass du Geduld mit dir hast und dass du Pläne machst, die für dich einen entspannten Berganstieg dieser Art abbilden. Was du auf keinen Fall machen solltest, und das zum Schluss, ist dir von Menschen, die selbst nicht den Mut hatten, sich Ziele zu setzen, die nicht den Mut hatten, große Träume abzubilden, die nicht den Glauben daran haben, diese umzusetzen, dein Leben klein reduzieren zu lassen, auf Mikroziele, die du immer für heute und für morgen vorstellen kannst. Denn die meisten Menschen sind gefangen in Zielgrößen, die sie sich heute vorstellen können. Nun, und wenn du immer nur kleine Ziele für heute hast, dann wird aus deinem großen Traum nichts. Aus deinem großen Traum wird nur etwas, wenn du dich traust, einen großen Traum abzubilden, daraus dann Teilziele bildest, Projekte bildest und wie auf einem Kurs eines Schiffes von Hamburg nach New York immer die Richtung beibehältst und eines Tages kommst du an und dein Ziel ist verwirklicht. Solltest du also Fragen haben, auch bei der Zielplanung für ein Unternehmen, das nennen wir Finanzplan, Businessplan, dann können wir gerne dabei helfen. Du kriegst sogar unsere Beratung gefördert bis zu 100%. Und wie das funktioniert, wie wir dir helfen können, das erfährst du gerne mit unserem kostenfreien Erstgespräch. Nutze also unseren Gutschein, abonniere den Kanal und empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.